Ja, jetzt geht's wieder weiter. Wir probieren es heute mal mit einem Voice-Over, damit ihr nicht nur Musik von mir hört. Ja, ich mache jetzt hier wieder einige Zwischenschritte und los geht's im Endeffekt mit dem Zylinder für die Schaufel. Und das Ganze wird jetzt erstmal hier, das ist jetzt die eine Seite, im Endeffekt die untere Seite, die dann später an der Schaufel befestigt wird von dem Zylinder. Und der Zylinder selber wird vierteilig. Heißt, wir haben drei Teile am Zylinderrohr, vordere Seite, wo also das Loch dann auch drin ist. Das Zwischenstück, also sprich die Hülse, die leere, wo die Spindel drin läuft. Und das hintere Stück, wo das Gewinde drin ist. Und das ist jetzt das hintere Stück. Ist also so ein Trapezgewinde, Spindel, Mutter im Endeffekt. Ist ein TR6 Gewinde, also 6 mm kommt da rein. Und das Ganze hat ja so eine Aufnahme. Und das drehe ich jetzt einmal ab. Da muss ich zugeben, ich habe am Anfang nicht gemessen. Deswegen muss ich jetzt zwischendrin, glaube ich, ein bisschen öfters messen, bis das alles passt. Abschneiden kann man immer noch, aber mal wenn ich einmal zu tief ins Material fahre, ist halt vorbei. Ja. Das Ding ist aus Messing und hat eigentlich soweit schon die perfekten Maße für den Zylinder. Von dem her, genau, wird einmal kurz Probe gesteckt und so. Jetzt geht es auch schon weiter. Das ist jetzt die TR6 Trapezgewindespindel und die wird einmal angegradet und gesenkt. Und jetzt brauche ich die Reibale und den Bohrer zum Vorbohren. Heißt einmal, sind glaube ich 3,8 mm Vorbohren für die Motorwelle von dem kleinen Motor. Und dann mit der Reibale H7 ist es, mit 4 mm einmal nachreiben. Das war es im Endeffekt auch schon. So, Zylinder und Ding fertig. Da habe ich jetzt schon alles zusammengesteckt gehabt. Jetzt gerade ich das noch ein bisschen an, damit es einen schönen Übergang bekommt zwischen den einzelnen Bauteilen. Die sind geklebt mit zwei Komponentenkleber. UUN-fest ist es, glaube ich, und das hält bombenfest. Wir haben hier relativ viel Fläche zum Verkleben auf beiden Seiten. Und so habe ich bisher auch die Zylinder schon gemacht. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Hält wunderbar. So, hier sehen wir, wie gesagt, die andere Seite vom Zylinder. Und das ist die Seite, die vorne auch dann abgeflacht wird, wo das Loch reinkommt, um an der Schaufel befestigt zu werden. Nochmal ein bisschen nachdrehen. Das Ganze ist übrigens durch vierfacher Vorlauf aktuell. Dieses ganze Video ist übrigens alles komplett mit schnellerem Vorlauf gemacht, denn ansonsten sind wir hier weit über eine Stunde und ich habe hier die meiste Zeit vierfachen bzw. Bei ganz kurzen Sequenzen doppelte Videogeschwindigkeit. Ich glaube, die nächste ist so kurz, da ist tatsächlich ein Stück mit Echtzeit. Da habe ich jetzt hier oben und unten einfach plan gefeilt, das Endstück von dem Zylinder. Und dann kommen eben die Löcher rein. Hier seht ihr das, das ist jetzt der Zylinder für die Schaufel. Und auf der Seite, wo ich jetzt durchbohre, habe ich im Endeffekt einmal gerade runter gefeilt auf beiden Seiten, bis ich die Breite hatte, dass ich es an der Schaufel einbauen kann. So, dann einmal durchbohren und das Thema ist durch. Ja. Genau. Das ist jetzt schon die Spindel für den Teleskoparm, also sprich für das Teleskopieren. Und hier habe ich eine M8er Gewindespindel, metrisch ganz normal genommen, wird wieder angesenkt. 3,8 mm vorgebohrt und mit der Reibale nachgebohrt, nachgerieben in dem Fall, damit hier das mit dem Motor auch perfekt läuft. Ja. Der geht jetzt gerade so rein, relativ streng und genau.
So, nochmal die Länge geguckt. Und jetzt nehme ich auf der anderen Seite noch ein bisschen sauber machen. Nimm noch ein bisschen Material weg. Und dann ist die Spindel auch schon fertig. Was ich mit den Spindeln immer mache, ich spanne die einmal kurz ein und schieße die sozusagen einmal durch den Schneider, den Gewindeschneider, und schneide die damit nach. Ja, hat den Vorteil, dass gerade die Zylinder dann natürlich wunderbar super soft laufen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch, wo ich ein Gewinde schneide und genau, nochmal umdrehen. Jetzt sind alle Grate weg, die vielleicht noch vorhanden sind, auch vom Einspannen her, von der Werkbank oder vom Sägen oder ähnlichem. Jetzt ist wirklich alles ganz frei vom Gewinde und dann läuft die super soft. Jetzt müssen wir auf einer Seite noch ein Loch bohren, 2,5 mm für die Madenschraube. Genau. Und wir sind wieder an der Drehbank und jetzt kommt noch der Klotz, sozusagen die Führung für das Teleskopieren. Das heißt, hier wird jetzt gleich das Gewinde reingeschnitten und dort läuft dann die Welle entlang und schiebt im Endeffekt diesen Klotz samt dem vorderen Arm dann nach draußen bzw. holt ihn wieder zurück. Das funktioniert an der Drehbank natürlich wunderbar. Und ja, einmal vorbohren und jetzt mit dem Gewindeschneider dreimal rein und raus. Das war jetzt der Einser, jetzt kommt der Zweier. Normalerweise drehe ich nicht vor, allerdings, wenn ich jetzt relativ unter Maß vorgebohrt habe, dann nehme ich das nochmal. Und an der Drehbank ist das ja auch überhaupt kein Problem. Das heißt, hier dauert der Werkzeugwechsel länger als das Gewindeschneiden. Und einmal raus, einmal rein. So, das war schon der letzte Gang. Hier fahre ich noch einmal nach, damit das ganze Ding auch wirklich super soft läuft nachher. Und ja, noch einmal ein bisschen sauber machen. Das Ganze von der anderen Seite natürlich auch. Und dann war es das auch schon. Jetzt sind wir schon beim Arm. Hier wollen wir ja später mal diesen Klotzen einlegen. Und ich mache das jetzt an der CNC-Fräse. Da geht es einfach für mich jetzt am einfachsten und am schnellsten. Das heißt, ich habe halt einmal die Höhe und dann fahre ich da vor, zurück und vor, zurück. Und dann passt das alles. Wäre jetzt aber auch kein Beinbruch. Hat ja nicht jeder so eine Fräse zu Hause stehen, das auszuschneiden. Wir müssen unten nicht bolzenplan sein. Von dem her ist es auch überhaupt kein Problem, wenn man das vorher einfach grob mit der Zange rausnimmt und dann vielleicht unten einfach noch ein bisschen fein nacharbeitet. Hier geht es eigentlich nur darum, dass die Spindel, die hier nachher drin liegt, nach links, rechts, oben, unten einfach genügend Platz hat, sich zu bewegen. Mehr ist es hier auch gar nicht. Genau, so, jetzt haben wir das eigentlich schon grob ausgeschnitten. Ich glaube, ich habe nach unten hin 4 mm stehen lassen, so ganz grob als Richtwert. Und wie gesagt, bin fast bis ganz nach vorne gefahren. Jetzt mache ich einfach nur zwei Linien rein mit einem 2 mm Fräser bis ganz vorne. Da wird nachher die Kabelführung durchgelegt, also sprich Plus-Minus-Kabel von der Schaufel. Bietet sich jetzt in dem Fall an. Wie gesagt, auch hier überhaupt kein Problem. Man kann es einfach ein bisschen freischneiden. Ich mache mir jetzt hier das etwas einfacher und mache hier einfach zwei schöne Kabelkanäle. Vorne müssen wir auch ein bisschen was bearbeiten. Der Motor, der muss nämlich hier durch und er geht zwar durch, aber nicht so richtig. Deswegen schneiden wir hier diese Kappe ab. Und ihr seht, wie immer, ich versuche natürlich die Gegebenheiten so zu nutzen, dass es reproduzierbar ist. Das heißt nicht irgendwo planlos sagen, ah, jetzt nehmen wir hier was weg, sondern wir nehmen jetzt genau diese Kappe weg. Und zwar nicht seitlich, sondern von oben auch her. Denn wenn ich das jetzt, umso schräger ich das ansetzen würde, dann würde ich ja was anderes wegnehmen. Genau. Bei der Schaufel vorne, da wo wir den Zylinder hinmachen wollen, müssen wir den Steg natürlich auch noch rausmachen. Und
Den knipse ich einfach ab. Und jetzt ist es so, dass man natürlich bei diesen Schaufeln immer wunderbar so einen Gusspunkt auch sieht. Und da bohren wir jetzt einfach mal durch von beiden Seiten. Mit einem Dreierbohrer im Übrigen. Dann ist es nämlich auch gleich vorbereitet, wenn wir den Schaufelzylinder einbauen wollen. So, die erste Schraube von dem Klotzen habe ich schon gemacht. Der liegt unten plan, weil wir ja oben die Kabel durchziehen wollen. Und ich habe das mit vier Schrauben angedacht, das heißt viermal vorgebohrt und gekörnt in dem Fall. Ich mache immer zuerst eine Schraube und dann den Rest, so kann ich es dann festziehen und dann rutscht mir das beim Körnen nicht von links auf rechts. Hier, die müssen wir natürlich versenken, denn der Arm muss natürlich nach wie vor nachher in der Schale, also in dem anderen Gehäuse, schön innen drin hin und her flutschen. Das heißt, wir müssen hier ansenken. Mache ich bei Plastik eigentlich ungerne, aber kommen wir jetzt hier nicht drum rum. Ja, so, Standbohrmaschine 2,5 mm vorbohren für Gewinde, wo wir die Schrauben nachher reindrehen. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein Vorteil. Das heißt, ich habe die Löcher natürlich nicht vorher drin, deswegen mache ich so Alu-Sachen. Da kann ich von außen einfach reinbohren und dann da, wo ich gebohrt habe, mache ich das Loch und schraube das fest. Genau. Ich drehe das nochmal nach. Ich bin irgendwo aufs Gewinde oder habe bis aufs Gewinde durchgebohrt. Deswegen habe ich innen drin nochmal nachgeschnitten, dass auch da ein eventueller Grat gleich weg ist. Alle Schrauben einmal leicht ansetzen. Und dann sitzt der Klotz auch schon drin. Ich habe natürlich vor, das in dem nächsten Video mit euch nochmal in langsam zu machen und nochmal anzugehen, das ganze Thema. Da seht ihr dann auch in Slow-Mo und in Echtzeit, wie das Ding eingebaut wird. Ich widme mich auch gleich nochmal der Schaufel. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, die muss breiter werden, denn die Schaufel selber ist dünner wie die Fahrspur und das wäre natürlich Katastrophe, wenn ich irgendwo ins Material reinräume. Das heißt, wir müssen die Standardschaufel verbreitern und wir haben 16,5 oder 17 cm Breite bei unsere Spurweite. Und da will ich auf jeden Fall drüber kommen. Das heißt, so angestrebt sind 17 bis 18 cm, einfach dass wir ja so einen groben Zentimeter überstehen. Und dazu nehme ich eine zweite Schaufel und säge einfach die Seiten ab. Und ich will ja das Mittelstück beibehalten. Das heißt, ich habe von der einen Originalschaufel noch das Mittelstück mit der Originalaufnahme und kann das beibehalten. Muss das Ganze jetzt einmal entgraten. Und ja, dann werden links und rechts die Seiten hingeklebt. Ja, ich mache das ein bisschen sauber. Und was jetzt hier ganz praktisch ist, ich lasse diese Stege stehen, denn an den Stegen kriege ich eine wunderbare Schweißnaht hin, um das Ganze zusammenzukleben. Das heißt, ich habe viel Fläche und ich kann das richtig schön auffüllen. Und das Ganze wird geklebt mit diesem Industriekleber. Und das ist so ein, ja, ich sage jetzt einfach mal 1 Sekundenkleber und da ist so ein Granulat dabei und das funktioniert ganz hervorragend. Genau, hier nehme ich mir ein bisschen was zur Hilfe. Das heißt, ich habe unten einmal ein Klebeband, um das Ganze zu fixieren und mache jetzt erstmal an ein paar Punkten den Kleber hin und das hellgelbe ist das Granulat, das streue ich da drauf und dann kommt noch mal ein Tropfen von dem anderen Kleber drauf und dann hält das wirklich bombenfest. So, das gleiche da oben auch. Muss jetzt ein bisschen antrocknen und dann mache ich das Ganze weg. Ja, der Kleber ist verlaufen und hat dummerweise mein Panzertape mit an der Schaufel festgeklebt. War etwas suboptimal und macht natürlich im Anschluss beim Schleifen nochmal gleich richtig viel Spaß. Aber das wird mir eine Lehre sein. Genau. Also wirklich alles komplett vollflächig verklebt. Von beiden Seiten. Man kann das ein bisschen hin und her laufen lassen im Endeffekt. Und genau, hier muss ich halt jetzt ein bisschen sauber machen, damit der Kleber überhaupt bis an die Kante kommt. Das gleiche Problem habe ich natürlich dann nachher noch einmal, wenn ich es dann komplett runterschleife, um es zu lackieren.
Da kommt das gleiche Problem im Endeffekt noch einmal, aber das ist kein Problem. Ich kann euch jetzt schon spoilern, es hält und es sieht super aus und das passt alles wunderbar. Also dieser Industriekleber, ich verlinke ihn auch unten, ist absolut zu empfehlen, gerade für solche Sachen, auch wenn ihr mal, euch mal verschneidet, da könnt ihr richtig was reparieren. Die Kotflügel haben wir schon mal bearbeitet. Inzwischen ist aber so, dass ich natürlich die angepasst habe, dass die mitlenken auf den Achsen und die Befestigung dementsprechend vorbereitet habe. Deswegen müssen wir hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ich schneide also das untere Stück auch noch mal weg und einmal gerade feilen. Das machen wir jetzt bei allen vier Stück und wir bohren ein Loch in die Mitte. Genau, den ersten zeichne ich noch an. Damit ihr seht, wo ich bohre, natürlich. Also einmal einfach bloß in der Mitte Dreierloch rein, damit die Schraube nachher hält und fertig. Und auch hier bei den anderen zwicke ich einfach das untere Stück nochmal ab und lasse diesen oberen Fetzen stehen, das Ganze gerade feilen. Und hier wirklich auch gucken, dass man gerade ist. Also beim, ich habe hier zwei nochmal nachfeilen müssen, aber spätestens wenn man es montiert, sieht man, ob man sauber gearbeitet hat. Oder ob man noch einmal drüber feilen muss. Ja, ist aber ja kein Problem. Wird ja nichts geklebt, ist alles geschraubt. Deswegen kann man das Ganze natürlich jederzeit nochmal ändern. Jawohl. Ich mache das Ganze nochmal fertig und im nächsten Video werden wir uns wieder live sehen. Und ich freue mich. Bis dann.